Im Jahr 1976 und genau vor 35 Jahren war Hertha BSC Berlin zum Auswärtsspiel ins ferne Karlsruhe gereist. 400 Fans hatten sich ebenfalls aufgemacht und wurden am Karlsruher Bahnhof eher ungewöhnlich empfangen. Statt feindlicher Gesänge gab es eine Einladung ins Karlsruher Clubhaus. Der Anfang einer langen und echten Freundschaft. Super wichtig. Es ist toll, dass es so gut klappt und es ist doch schön, wenn man die Atmosphäre hier sieht. Das ist perfekt. Ich meine, so wünscht man sich das beim Fußball und so hat man Spaß, zum Fußball zu gehen. Das ist einfach nur genial. Wir sind das ganze Wochenende da und einfach nur Party machen mit den Leuten und das ist einfach schön. Ja, das gibt's. Ich glaube, selten so eine Fanfreundschaft wie hier von Hertha und Karlsruhe, das ist schon ewig und ja, mal der Bundesliga zeigen, dass es auch so geht. Ja, wir sind seit Freitag hier. Wir sind die Kurvenhänger und das sind die Bader-Fans. Und wir haben gemeinsam jetzt ein Wochenende verbracht und gucken uns gemeinsam das Spiel an. Wir kommen nicht umsonst aus Berlin extra hier, oder? Und gibt's keinen Stress? Alles schick, oder? Alles schön. Ist euch der Fanfreundschaft wichtiger ja. Als der Ausgang des Spiels? Ja, auf jeden Fall, ja. Also auf die drei Punkte? Das ist egal, wir steigen sowieso auf. Karlsruhe braucht die Punkte, wir steigen aber auf. Ich sag mal ganz ehrlich, wir brauchen uns für den Aufstieg. Ihr braucht es aber auch für den Abstieg, so, weißt du? Also, ich sag ganz ehrlich, wenn man. Ihr gönnet euch, so, weißt du? Aber ihr müsstet uns auch gönnen, damit wir wieder in der ersten Liga gegen Bayern spielen können, so, weißt du? Und dann. Aber ihr steigt nicht ab, wir steigen auf und das ist die Hauptsache, weißt du? Zum 35-jährigen Jubiläum der Fanfreundschaft hat Hauptsponsor des KSC und Sponsor des Tages Kleiber Markisen eine in der Bundesliga einmalige Aktion ins Leben gerufen. Neben tausenden Freundschaftsfahnen für die Zuschauer wurde der Block E2 zum Kleiber Freundschaftsblock umfunktioniert. Die Karten hierfür wurden über eine Fanfreundschaftsseite auf Facebook verlost. Fans beider Mannschaften standen im selben Block und unterstützten ihre Teams gemeinsam. Eine Situation, die bei einem Bundesligaspiel eigentlich undenkbar wäre. Ja, es soll eigentlich so ein bisschen Symbolcharakter haben für die Verbindung von den beiden Vereinen. Dass wir hier gemeinsam etwas propagieren, eine Freundschaft außerhalb auch vom Spielfeld, wo etwas übergreifend ist. Und das ist doch eigentlich die Botschaft vom Sport schlichthin, dass es Menschen verbinden soll. Um diese Botschaft zu verkünden, waren rund 20.000 Zuschauer gekommen. Zwei von ihnen hatten an diesem Nachmittag aber eine ganz besondere Sicht auf das Spielgeschehen. Hauptsponsor Kleiber Markisen hatte die zwei besten Plätze des Stadions eigens eingerichtet und die Karten hierfür verlost. Beim Spiel gegen Hertha BSC Berlin durften der 10-jährige Robin und seine Mutter Platz nehmen. Ganz, ganz toll finde ich das und habe auch schon meinen ganzen Freunden erzählt, dass ich hier sitzen darf und wie das, und dass es richtig toll ist, bestimmt. Ja. Und das ist bestimmt das einzigste Mal in meinem Leben, wo ich hier sitzen darf. An dieser einmaligen Atmosphäre sollten nicht nur die Besucher, sondern auch die Premium-Partner des badischen Markisenherstellers teilhaben. Mit Ständen im Stadionbereich hatten so auch Geschäftspartner die Möglichkeit, sich an diesem Tag mehreren tausend Menschen zu präsentieren. Wir setzen in unserem Vertrieb ausschließlich auf unsere Vertriebspartner. Es sind inzwischen über 800 Fachhändler, die wir in Deutschland beliefern. Und hier muss ich sagen, natürlich auch mit unserem Premium-Partner-Club. Und da tun wir alles im Bereich Marketing, um die zu unterstützen. Wir wollen das leben. Wir wollen das nicht auf dem Papier haben, sondern wir wollen das aktiv leben. Und das ist eigentlich auch unser großes Ziel, gemeinsam mit unseren Partnern dementsprechend eine gewisse Marktdurchdringung zu bekommen. Die Präsentation im Karlsruher Wildparkstadion ist nur eine von vielen Aktionen, welche den Premium-Partnern geboten werden. Kleiber Markisen arbeitet eng mit seinen Geschäftspartnern zusammen. Neben Marketingkonzepten bietet die Firma Kleiber einen umfassenden Service und steht als kompetenter Ansprechpartner immer zur Verfügung. Ja, die ganzen Vorteile, die ich als Premium-Partner natürlich nutzen kann im Hause Kleiber, ist natürlich unschlagbar und wird wohl seinesgleichen auch suchen. Es beginnt bei der Weiterbildung, also Schulung von den Mitarbeitern.
dann kann ich den Kunden auch über das fertige Kleiberprodukt 5 Jahre Gewährleistung geben. Ja, nur ein kleiner Ausschnitt von den Vorteilen dann. Wir haben sehr gute Erfahrungen, wie gesagt, mit Kleiber und wir freuen uns natürlich auf die nächsten etlichen Jahre, so gute Zusammenarbeit. Ne, und wäre weiterhin auch Premium-Partner und bei Kleiber selbstverständlich als Kunde bleiben. Für KSC-Fan Robin gab es in Halbzeit 1 auch ein aus Karlsruher Sicht akzeptables Spiel zu sehen. Der KSC führte durch André Christeas ersten Saisontreffer zur Pause mit 1:0. Der Spielstand war jedoch in der Halbzeitpause kein Thema, zumindest nicht auf dem Rasen. Dort stand wie den ganzen Tag über das freundschaftliche Bündnis zwischen Hertha und dem KSC im Vordergrund. Im Wildparkstadion am 22. Spieltag kommt es zu einer Partie, auf die haben sich beide Fanlager seit vielen Wochen gefreut. KSC gegen Hertha BSC und das ist für uns auch Anlass, heute hier Herren zu begrüßen, die sich auch um diese Fanfreundschaft verdient machen und die sie vor allem auch ganz großartig finden. Ich begrüße zum Halbzeitinterview im Wildparkstadion Ralf Kleiber, Geschäftsführer unseres Hauptsponsors Kleiber, Ingo Wellenreuther, Präsident des KSC und ganz besonders natürlich den Geschäftsführer von Hertha BSC, Ingo Schiller. Herzlich willkommen hier am Anstoßkreis des Wildparkstadions. Herr Kleiber, seit dieser Saison Hauptsponsor des KSC. Wieso haben Sie sich für dieses Engagement entschieden und vor allem, warum unterstützen Sie heute im Stadion mit so vielen Aktionen, mit dem speziellen Block, mit den Fahnen, mit all dem, diese Fanfreundschaft, Herr Kleiber? Zuerst einmal möchte ich ganz recht herzlich die Hertha-Fans begrüßen. Recht herzlich willkommen in Karlsruhe. Zum Zweiten habe ich mich für den KSC, der für mich eigentlich der Traditionsverein in unserer Region ist, entschieden, weil beide Firmen, Kleiber und KSC, haben hier ihre badischen Wurzeln. Und das finde ich eine tolle Sache. Herr Kleiber, wir haben auch Vertreter der Vereine bei uns, Geschäftsführung und Präsidium, Ingo Wellenreuther. Die Fanfreundschaft wurde im Jahr 1976 ja gegründet. Wie haben Sie selbst diese Fanfreundschaft in den vergangenen Jahr über 30 Jahren erlebt? Ja, Wacker, ich war damals natürlich auch im Stadion, seit 1970, auch im Block 4 damals, bei den Fans. Und ich finde es eine ganz tolle Sache, dass die beiden Mannschaften, die beiden Fanlager sich so gut verstehen, diese Fanfreundschaft pflegen. Möchte mich ausdrücklich auch bedanken bei den KSC-Fans, die mit der Aktion Pro KSC unwahrscheinlich die Mannschaft und den Verein unterstützen. Bedanke mich für die hervorragende Choreografie heute im Stadion, aber nicht nur heute, sondern die ganze Saison. Und hoffe, dass die Fans weiterhin wie ein Mann hinter unserer Mannschaft stehen. Und wir wollen natürlich alle, dass dieses Schachspiel auch aufgeht, was angekündigt worden ist. Ingo Schiller, aus Sicht von Hertha BSC, erlebt man sowas oft, so eine Gastfreundschaft wie heute hier? Und wie sehen Sie die Fanfreundschaft? Nein, das ist wirklich einzigartig und ich glaube, diese Fanfreundschaft lebt davon, dass sie echt ist. Sie ist von den Fans gegründet worden, über Generationen gelebt und heute wirklich wieder ein toller Höhepunkt vor dem Spiel. Auch die Spiele in Berlin sind fantastisch, wenn der KSC bei uns zu Gast ist. Wie soll es weitergehen mit der Fanfreundschaft aus Vereinssicht? Wie unterstützen Sie das weiterhin, Ingo Wellenreuther? Ja, wenn die Fans auf uns zukommen, helfen wir gerne, um diese Fanfreundschaft weiter am Leben zu halten. Ich glaube, wenn man heute im Stadion dabei ist und sieht, wie die beiden Lager aufeinander zugehen, wie die Choreografie gemeinsam ausgeübt wird, dann kann man das nur unterstützen. Wir sind sehr stolz auf diese Fanfreundschaft, auf beide Fanlager von Hertha BSC und vom KSC. Wir wünschen der Hertha alles Gute nach dem Spiel. Danach dürfen sie alle Spiele gewinnen, aber heute müssen die 3 Punkte bei uns bleiben. Aha, jetzt wird's sportlich, aber... Wir gehen jetzt mal zu Herrn Kleiber nochmal, denn er hat gesagt, er greift das auf, was Sie so großartig finden, unterstützt das. Wie bewerten Sie es nochmal aus Ihrer Sicht, wie erleben Sie es? Es ist für mich eine einzigartige Sache, was hier stattfindet, diese Fanfreundschaft zwischen den Fans. Und ich als Hauptsponsor kann das nur voll unterstützen. Es ist für mich einfach ein super schönes Beispiel für Sportlichkeit. Sportlichkeit auf dem Platz und vor allem auf den Rängen. So muss Fußball sein, so wünschen wir uns das alle immer. Tolle Atmosphäre im Wildparkstadion. Danke Ingo Schiller, Ingo Wellenreuther und danke unserem Hauptsponsor Kleiber Markisen für die tolle Unterstützung. Fanfreundschaft, Hertha BSC, KSC. Schöne zweite Halbzeit und das war unser Halbzeit-Talk. Dankeschön.
Auch wenn der Präsident und Hauptsponsor Kleiber Markisen es gerne gesehen hätten, die drei Punkte nahmen die Berliner mit nach Hause. Der KSC war in der zweiten Halbzeit sportlich gesehen etwas zu gastfreundlich. Die Hertha lieferte Konterfußball in Perfektion und verpasste den Karlsruher Freunden mit dem 2:6 Endstand einen ordentlichen Dämpfer im Abstiegskampf. Die Hertha dagegen hat sich ein kleines Punktepolster an der Tabellenspitze erarbeitet und darf weiterhin vom Aufstieg träumen. Vor 35 Jahren hieß der Gewinner am Ende ebenfalls Hertha BSC Berlin. Entstand damals 1:3. Aber in einer guten Freundschaft freut man sich eben auch für den anderen. Denn der beste Weg, einen Freund zu haben, ist der, selbst einer zu sein.